Hallo, mein lieber Internet-User. Schön, dass du bei mir hier eingeschaltet hast, bei der Universicum Paraphysica. Ich bin eine Kartenlegerin und lege hier auf YouTube natürlich halt die Monatslegungen für die Sternzeichen, aber bin auch aktiv in der Paraphysik und heiße euch herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Natürlich primär erstmal hier in der Live-Übertragung auf Facebook. Ich hoffe, dass ich halt irgendwie trotzdem halt irgendwie das Problem hier lösen kann mit dem Facebook. Ich habe momentan technische Probleme auch schon vor dem 13. November. Ja, eigentlich hat schon seit gestern der rückläufige Merkur der Schattenperiode richtig stark angefangen habt, aber ich bin frühzeitig Merkur rücklastig, ja, weil gerade die Menschen, die in der universellen, also ich sag halt mal so, mit dem Universum in der Resonanz so stark sind, weil sie gerade halt ein Medium sind, sind frühzeitiger eher halt irgendwo mit dem rückläufigen Merkur in eine Rücklastizität. Ja gut, meine Lieben, ich werde jetzt einfach halt mal gucken, dass ich mal kurz und bündig hier halt mal mein Intro mache, weil ich nämlich halt noch die Legungen machen muss für die Jahre Legungen für die alle Sternzeichen. Momentan mache ich jetzt erstmal halt für die Monate, also für die Monatssternzeichen und Monatssternzeichen, für die Monatslegungen. Jetzt total verwechsel ich hier die Begriffe. Ja, und danach gucke ich halt mal, wenn ich es schaffen sollte, halt die Jahreslegungen halt zu machen. Ich habe mir übrigens halt zum 11.11. mir einen Ring gekauft. Der Ring ist nicht aus Gold. Nein. Es war halt gefärbt, aber auch nicht Kupfer, auch nicht halt irgendwie Nickel. Das ist halt etwas, was man zwar günstig kaufen kann, aber es ist auf jeden Fall, wie soll ich sagen, allergiefrei, ja. Und ich habe aber reingravieren lassen Erzengel Michael. Ja, der Erzengel Michael ist mein Schutzpatron. Er ist ja auch für mich zuständig, weil ich bin auch Wassermann vom Sternzeichen her. Alle, die in der Luftzeichen sind, so Wassermann, Zwillinge und Wagen sind natürlich auf den Luftelement halt so einzufinden. Und Erzengel Michael ist halt der Erzengel, die für die Luftelemente steht. Deswegen habe ich mir überlegt gehabt, dass ich mir halt einen Ring hole. Sieht aus wie ein Ehering, ist aber gar keines. Und da steht halt drinne, also ich habe das eingravieren lassen, Archangel Michael. Ich habe es auf englischer Sprache gravieren lassen, anstatt halt auf Deutsch, weil es eine internationale Sprache ist. Und ich bin ja international halt irgendwie, ja, so ein bisschen halt irgendwie orientiert. Wer weiß, was mir alles so passieren würde. Und Englisch ist eine internationale Sprache. Und wenn mir was passieren sollte, dann wissen die wenigstens halt, dass er mein Schutzpatron war. Ich bin auch sehr spirituell und helfe auch Menschen kostenlos, wenn es halt hier um irgendwelche Verfluchungen oder Verstrickungen geht, um sie zu lösen. Ich habe mich ja auch mit Exorzismus mich beschäftigt gehabt, bin aktiv in der Paraphysik und zwar in experimentativen Transvisionsanalysen. Alles, was mit Fotodokumente und mit Filmdokumenten zu tun hat, da experimentiere ich halt in der paraphysikalischen Ebene sehr stark. Bin da privat aktiv. Also jetzt nichts, was jetzt halt was mit einer Institution zu tun hat oder Institut. Aber beschäftige mich auch mit Quantenphysik sehr gerne. Aber jetzt mal hier zu den eigentlichen Themen. Ich bin auch eine Grafikdesignerin und arbeite halt an einem Riesenprojekt, was halt mit Frieden und Freiheit zu tun hat. Meine Firma heißt Global Freedom United und bin da auch sehr stark viel am Arbeiten. Also momentan bin ich von Kopf bis zu Fuß halt überlastet und habe ja auch einiges halt um die Ohren. Habe ein 7-jährigen autistisches Kind und da hat man sehr viel zu tun. So, meine Lieben, ich werde jetzt einfach halt mal loslegen und zwar werde ich mit den Widder beginnen und dann schauen wir mal weiter. Ne? Also, ich wünsche euch noch viel Spaß beim Zuschauen und wer weiß, bis dann, eure Universikum. Hallo und herzlich willkommen, mein lieber Steinbockgeborener. Hier ist deine Monatslegung für den Dezember 2023. Ich bin die Universikum Paraphysica und lege die Monatslegungen für die Sternzeichen hier auf YouTube. So, meine Lieben, ich beginne einfach halt mal. Wie wird dein Monat werden? Wer weiß. Der Steinbock. Was war jetzt? Judgment ist raus. Vielleicht hast du auch das Thema mit Karma. Entweder ist es Karma oder tatsächlich wortwörtlich halt juristische Themen.
Eine Karte hat sich wieder umgedreht, ist aber gleichzeitig nah auch wie diese Karte, ne? Die hat sich doppelt mal umgedreht. Mit der hier zusammen und dann am Ende hat sie sich wieder umgedreht. Also das heißt, jemand in deinen Kreisen macht irgendetwas im Verborgenen. Ja. Dass man eine Versöhnung plant. Irgendwie. Eine Versöhnung plant. Sag mal, ich möchte klassisch legen. Ja, man ist kampfbereit für irgendetwas. Das ist der rückläufige Merkur in der Schattenperiode. Steinbock. Mein lieber Steinbock, mir fehlt die Konzentration, dass ich mich auf dich konzentriere. Ein bisschen irgendwie schwer, warum auch immer. Vielleicht ist das ein Zeichen. Man konzentriert sich nicht auf dich, sondern auf andere. Man hört dich nicht. Jemanden geht es sehr gut, der andere ist ein Mangel. Oder man beachtet dich nicht. Die Prüfungskarte. Kannst du mal gucken nach deinem Kind? So als Motto. Schau mal, was dein Kind macht. So. Falls du jetzt keine Kinder hast, kann auch sein, dass es halt bedeutet, konzentriere dich einfach halt mal auf deine eigenen Themen. Du willst ja. Irgendwie kriegst du dieses Gefühl rein, man achtet nicht auf dich. Man beachtet dich nicht. Als ob du Luft wärst irgendwie. Jemand will eigentlich was, ja, will was bereinigen oder sich versöhnen, in Einklang bringen lassen. Liebesangebot machen. Ein Angebot, herzliches Angebot. Ich habe das Gefühl, irgendwie, du fühlst dich irgendwie ausgegrenzt. Ich kriege diese Ausgrenzung sehr, sehr stark rein, energetisch betrachtet. Als ob man dich ausgrenzen würde. Gigolo! Gigolo! Mit sowas ist es zu tun haben. Das ist doch ein Narzisst. Ist eine Allgemeinlegung, kann auch hier eine Narzisstin sein. Gigolina Gigolo. Das ist mit Sexy Peel. Ist ganz schlimm. Ich habe noch keine Tränen, die kommen gleich noch. Ich kann mich entscheiden, entweder zu lachen oder zu heulen. Ach, hast du mit Schütze irgendwie so ein bisschen Ähnlichkeit hier? Ach, Schütze. Du hast einen großen Manipulateur in deinen eigenen Reihen. Ja, das ist deine Familie. Ist hochmanipulativ, also halt auch kriminell und sehr aggressiv. Ich weiß nicht, bist du aus der Türkei oder irgendwas aus anderen arabischen Ländern, wo man Blutrache kennt? Sieht fast schon so aus hier, Blutrache. Ich meine, wir haben nicht nur Leute Deutschen halt hier in meinem YouTube-Kanal, die hier zugucken. Deutschland ist voll mit Multikulti. Wir haben mehr Ausländer schon inzwischen in Deutschland als irgendwie viele Deutschen. Also seid mir nicht böse, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir haben auch Osmanen bei uns in Deutschland, die auch bei mir halt zugucken. Meine alten Landsfreunde hier aus ehemaligen Jugoslawien. Ja, die habe ich auch hier, auch Albaner. Ich habe alles, ich habe alles. Also, kritisiert mich nicht. Ich bin außen vor. Mann, wieso kriege ich immer solche Legungen hier? Das ist die Hohepriesterin. Nee, das ist die Hohepriesterin. Sternzeichen Fisch. Kann sein, dass sie halt auch wirklich sehr magische Fähigkeiten besitzt. Okay, du bist Steinbock. Das ist dein Sternzeichen, ja? Die Kombination ist schon harter Tobak. Du hast es mit jemandem zu tun, der tatsächlich Magie beherrscht. Kann das sein? Kann das sein? Ich sag mal ja. Da hat jemand Chiribu-Chiriba gemacht, ja? Ich bin sehr direktiv als Kartenlegerin. Ich bin nicht so wie die anderen, die halt irgendwie Rosen, Blumen, Blätter und keine Ahnung was halt hier deuten. Bei mir ist es hart. Ich gehe auf den Punkt.
Punkt. Okay? Bei mir gibt es halt nicht irgendwie, ja, die tut den Teufel an der Wand malen. Ja, ihr seid Wunschtraumschlösser-Denker und Träumer. Kommt auf den Boden der Realität. Schaut um euch um mal herum, um, ja, wie euer Leben zurzeit ist, weltweit auch sogar. Dämonische Energien hoch 10, ja. Und auch die Balkanisten bringen den ganzen mit nach Deutschland. Besseres Leben in Deutschland, sag ich nur. Das ist ein Shitstorm, ey. Nee, seid mir nicht böse. Na, schon so ziemlich, schon ziemlich auf 180 oftmals, was ich hier so alles so sehe, wie sie hier fluchen. Jeden Tag Fluchbegriffe anwenden. Ich möchte das alles nicht zu sehr ins Detail aussprechen. Asozial ist das. Entschuldigung. Ja? Sogar meine Rechtsanwältin hat gesagt ja vor einigen Tagen, wir Serben lieben es zu fluchen. Peinlich ist das. Auch die Kroaten kein Stück weit besser. Die benutzen genau die gleichen Sätze und Wörter. Auch in Bosnien, Albanien, teils auch in Rumänien. Nicht alle, weil ich habe 3 Jahre lang in Rumänien gelebt gehabt, da habe ich das nicht so erlebt gehabt wie hier in ehemaligen Jugoslawien. Richtig toxische Menschen hoch 10. Man kann, ich habe auch vor kurzem gesagt gehabt, ich lebe in der Psychiatrie. Ja, so wie die Serben hier sind, das ist schon nicht mehr normal. Richtig hochnarzisstisch. Jeder Zweite ist ein Narzisst. Das ist nicht mehr schön hier. Ich bin wie ein Eremit. Ich habe mich zurückgezogen, um in meine innere Harmonie zu bleiben. Ich bin schon hier in Mission. Ich erkläre schon den Leuten, was Liebe bedeutet. Das ist so. Weil das da habe ich hier wie Sand am Meer in ehemaligen Jugoslawien. Ja, ich sehe nicht geschminkt aus, aber ich sehe natürlich schön aus. Was will ich mir damit sagen? Zieht eure Maske ab. Seid authentisch, liebt zueinander und setzt keine Maske an, damit ihr immer eure dämonische Seiten halt euch repräsentiert oder zeigt. Ist nicht an euch gemeint, die jetzt halt sich da nicht da drinnen sehen in dieser Energie, sondern diejenigen, die wirklich hochtoxisch sind und negativ sind. Diejenigen, die liebevoll und herzlich sind, die meine ich mir damit nicht. Aber die Sprache ist das A und O. Das ist wie eine Programmiersprache. Alles, was ihr sagt, was ihr denkt, was ihr fühlt, transformiert sich durch das Universum. Das kodiert sich alles im Universum. Die Physiker sprechen sogar von einem Hologramm. Wir haben eine universelle Hologramm. Stimmt auch. Wollt ihr mal sehen? Ich hoffe, dass ihr es das erkennen könnt, wenn ich es euch nachher hier mal so zeige, wie ein universeller Hologramm aussehen kann. Ja, das sind so Quadrate, ne? So irgendwie, ja, so wie wir das halt auch mit dem Einkaufswagen kennen, ne? Das ist auch so wie eine Art Hologramm. Geht in quadratförmigen Hologramm, tetraederähnlichen Hologramm. Und irgendwann transformiert sich das kreisförmig. Da wird daraus eine Figur. Sowas hier zum Beispiel. Was alles so im Universum passiert und was wir da alles so haben, weiß oftmals der Mensch nicht. Wenn ihr Menschen euch öffnet für die Quantenphysik, werdet ihr einiges erkennen und verstehen lernen, dass auch in der physikalischen Energiefrequenzen immer was Göttliches existiert. Und das ist tatsächlich hier der Fall. Und das ist wirklich so. Dein Kopf ist wie ein Computer, wie dieses Gerät hier, was ich hier habe, wo ich mit dem tagtäglich arbeite. Eure Gedanken sind der Schlüssel für das, was ihr nämlich halt ihr hofft, euch wünscht. Und was sich auch in den Transformationen sich bewegen muss. Wünschst du einem was Schlechtes, kommt auch wirklich das Schlechte. Wünschst du einem was Gutes, dann kommt es auch. Endlich. Einer hat's begriffen. Endlich. Einer hat's begriffen. Endlich, man will aussteigen. Hier, man will aussteigen. Ja, aus dieser Verfluchung. Man merkt, mein Leben ist ein reinster Fluch. Ja, genau, richtig, exakt, exakt. Zeig mir einen Menschen, der nicht verflucht ist. Oh, jetzt werden einige wegschalten. Ja, weil wir jetzt sehr viele Ignoranten haben, weil viele wollen nicht die Wahrheit haben oder nicht hören, dass man tatsächlich verflucht ist. Entweder schon seit der Kindheit oder man hat Familienangehörigen, weil man aus dem Ausland kommt, gerade halt unsere lieben netten Osmanen, ja, weil Blutrache kennen die sehr gut. Und fluchen können sie sehr, sehr gut. Das sind sie Top Number One. Wie machen die das? Die sagen in jedem Satz, verflucht seist du, möge Allah dich verfluchen. Was sagen die noch? Irgendwie, ich weiß es nicht mehr. Die Osmanen wissen, worüber ich rede. Also die Türken, der Türkisch. Ich weiß genau, worüber ich rede. Du verstehst, ja, so. Hier, Wassermann. Wassermann bringt alles in die Heilung. Hier, ich bin Wassermann. Weil ich euch signalisiere, ihr müsst Hausaufgaben machen, aufräumen. Ey, ist es wirklich bald Game Over? Schaut euch um. Schaut euch um. Geht auf die Straße, beobachtet mal die Menschen.
Sagt nicht von wegen, wir haben Friede, Freude, Eierkuchen oder Ponyhof-Mentalität auf unserem Planeten. Auch hier in Deutschland, auch bei uns in Deutschland, in Österreich, Schweiz, keine Ahnung wo noch, auch in England. Nur noch Ungerechtigkeiten pur. Portale sind überall geöffnet worden aus der Unterwelt. Man hat gut überall toxische Personen aus dem Ausland reingelassen gehabt seit 2015 und jetzt haben wir die Scheiße. 2, 4, 5, ja. Du kannst halt auch jetzt eine Transformation erleben, dass du in die Heilung kommen kannst. Wenn du wirklich dazu bereit bist, deine Flüche aus der Vergangenheit aufzulösen. Also hier habe ich einen Kandidat, der wirklich halt es nicht richtig registriert hatte, aber schon erahnt, dass man halt in einer Art Fluchband halt lebt. Man möchte gerne sich mit Menschen versöhnen. Irgendwie scheint hier jemand aufgewacht zu sein. Das finde ich schon mal sehr gut. Und man möchte gerne sich reflektieren, was verändern in seinem Leben. Den Teufel nicht mehr in seinem Leben mehr reinlassen. Es kann sein, dass du vielleicht halt auch immer Pech in allem hast. Pech in der Liebe, Pech in der Familie, Pech auch auf der Arbeitsstelle, wirst viel gemobbt. Ja, ich krieg Mobbing rein, weil vor Anfang an, wo ich noch die Karten gemischt hatte, hatte ich das Gefühl gehabt von Ausgrenzung, dass man halt ausgegrenzt wird. Und das möchte man nicht mehr. Man möchte die pure Liebe in sich spüren. Man möchte es zirkulieren lassen. Das Göttliche halt auch vor den Augen haben. Auch mal Gerechtigkeit erspüren. Nicht immer nur Pech haben, ne? Dann haben wir hier die Königin der Kelche, dass man dann halt auch irgendwo, man ist ein herzenslieber Mensch. Es kann sein, dass du die Energie in dir hast. Fisch, Krebs und Skorpion. Die Welt liegt dir vor den Füßen. Du hast die Chancen, was zu transformieren, was zu verändern in deinem Leben. Oh, ich habe auch gute Karten hier dazwischen. Ich muss das jetzt halt auch feststellen. Rad des Schicksals. Diejenigen, die halt unten waren, kommen nach oben. Und die oben waren, gehen nach unten. Das heißt, du hast dann jetzt dein Glück gepachtet. Wenn du deine Flüche aufheben solltest, in der nächsten Zeit, dann wirst du Glück pachten. Ich habe dich nicht angelogen. Dann kann einiges zwar passieren, dass du halt was verlieren wirst, aber was Gutes, sehr Gutes gewinnen wirst. Ja, Rat des Schicksals. Mit dir in die Versöhnung gehen. Du schaust dir das Ganze alles nochmal richtig an, analysierst, änderst was in deinem Leben, dass du dann die bedingungslose Liebe in dir reinlässt, dass du an dir arbeitest. Du lernst aus deiner Vergangenheit und wirst spirituell. Das kann passieren, dass du eine spirituelle Person tatsächlich bist und wirst was ändern in deinem Leben. Und ja. Was einst toxisch war, wird positiv, wird nicht mehr toxisch sein. Das heißt, angenommen, du warst eine Satanistin, dann kann es passieren, dass du den Rücken zukehrst in Satanismus und sagst, ab heute werde ich eine Christin. Oder jemand, der buddhistisch sich orientiert mit christlichen Liebe. Also, dass man so eine Mischung halt von beides halt irgendwie praktiziert. Dass man so ein bisschen buddhistische Dinge halt dann praktiziert im Namen der Liebe. Also, ich selber kann nur sagen, ich glaube nicht an die Kirche mehr. Schon ziemlich lange nicht mehr. Bin von der Kirche ausgetreten. Ich mache auch keine Werbung für gar keine Religionen. Ich bin in gar keine religiöse Gruppierungen. Ich bin ich. Ich halte meinen Heiligen Vater in meinem Herzen. Ich brauche dafür keine Institutionen, keine Gemeinden oder keine kirchliche Organisationen, damit ich meinen Glauben teilen kann. Warum? Gott ist um uns. Gott ist in dir. Gott ist in mir. Gott ist die Energiequelle des Universums. Du musst ihn nicht suchen. Er ist die ganze Zeit bei dir. Ja, er ist in der Luft, im Wasser, er ist in der Erde, er ist im Feuer, in diese entsprechenden vier Elemente des Lebens. Er ist in dir drinne, wenn du in dir hineinhorchst und auch eine Verbindung mit Gott aufbauen möchtest, um mit ihm zu sprechen, wie eine Tochter, die mit ihrem Vater sprechen möchte. Du wirst ein Wunder erleben. Dann hast du das Gefühl, als ob dir jemand zuhören würde. Als ob jemand auch neben dir stehen würde und mit dir reden würde und sagen würde, hier bin ich. Es ist so. Und dann kannst du deine Wünsche halt äußern, was du ändern möchtest in deinem Leben, was du nicht mehr möchtest und dann wird das ja auch beendet, ja. Und noch ein Tipp neben am Rande. Versuche dich mit dem Thema des Gesetz der Anziehung zu beschäftigen. Auch, dass man sich ja auch entschuldigt, falls du schwarze Magie mal in der Vergangenheit angewendet haben solltest, dass du das auch bitte bereinigst, ja. Dass du dich entschuldigst bei der göttlichen Komitee, dass du das angewendet hast. Und das halt zu bereinigen. Diese Person ist momentan Status Quo bei dir. Wie gesagt, der hat nur das eine im Kopf, ja, um dich klein zu machen. Ist auch eine magische Person. Deswegen, es passt schon, wo ich gesagt hatte, wenn oder falls du eine Satanistin warst in der Vergangenheit. Aber wir haben hier ein Pärchen fast schon, fast. Das
kann der hohe Priester sein. Dann rate ich dir, Hilfe zu holen. Einmal von der Heiligen Maria, Jesus Christus, also Erzengel Michael, weil er ist ein militanter Engel, weil der bekämpft den Teufel. Weil Satanismus hat was mit dem Teufel zu tun. Längst nichts hat mit dem Gott der Wahrheit. Der Gott der Wahrheit ist der Gott des Lichtes, Jahwe. Aber Luzifer ist ein gefallener Engel, das ist der Teufel. Und der wird ihn bekämpfen. Ja. Mach ein Wunschritual. Mach ein Wunschritual mit Pentagramm, wenn es sein muss. Glaub mir. Vertrau mir. Auch wenn du Angst hast vielleicht davon. Mach dir nicht den Kopf drum. Ich weiß, wovon ich spreche. Der Pentagramm hat mit Satanismus überhaupt nichts zu tun. Wie gesagt, wenn du dich mit Quantenphysik nicht beschäftigst, dann wirst du auch diesen geometrischen Objektpentagramm und auch der Hexagramm auch wieder in ein Magnetfeld, in einen Rotationskörper wiederfinden. Der ist donutförmig. Planet Erde hat ja diese donutförmige Energiefrequenz, also dieses Magnetfeld. Egal in welche Perspektive du halt betrachtest, da findest du den Pentagramm und den Hexagramm immer mit drin. Und wenn du den Pentagramm zum Beispiel benutzt mit Salz, Salz reflektiert, das ist nichts anderes wie eine Art Kristall. Das transformiert sich, das ist eine Art Energiepusher, dieser Symbol. Das transformiert sich und kodiert sich sehr gut halt im Universum ein. Und dann würde ich dir wirklich aus meinem ganzen Herzen raten, dass du wirklich vom Erzengel Michael die Hilfe holst. Mach das nachts über. Ich mache das immer. Wenn ich Flüche aufhebe peripher, dann mache ich das immer nachts über. Niemals tagsüber. Weil nachts über sind die Frequenzen wesentlich besser aus dem Jenseits und auch aus der Unterwelt. Da kann man dementsprechend am leichtesten das alles in die Transformation bringen. Ja. Wenn du ein Kind bist, der hier aussteigen will, weil irgendwie war auch was mit den Schützen irgendwie eine Verbindung. Es erklärt sich auch bei den Schützengeborenen die Legung. Dann würde ich dir tatsächlich raten, dass du auch umziehst, dass du dir Hilfe holst, geh zum Jugendamt. Auch wenn du jung heranwachsend bist, über 18 Jahre alt bist, geh zum Jugendamt, weil die sind die Ansprechpartner. Und du kannst dir Hilfe holen, dass du sagst, okay, ich gucke halt mal, dass ich durch den Hilfe hole, ich bin bereitwillig halt für eine Therapie, mach die Therapie. Scheiß drauf, was die sagen, von wegen du bist nicht glaubenswürdig. Dafür gibt es andere Möglichkeiten. Ich habe Erfahrungen. Guck mich an. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe selbst eine Vergangenheit. Übrigens, Ina Winzig lässt Grüßen aus YouTube. Tippt ein. Ina Winzig, 666. Dann weißt du, worüber wir reden. Ich habe auch eine negative Vergangenheit in der Thematik. Bin ausgestiegen. Das schaffst du. Und ich musste auch vieles verstehen lernen. Nicht alles ist immer so korrekt, was wir halt in der Religion gehört haben und in der Satanismus. Überall wird gelogen. Überall. Weil die Masse der Menschen lieber der Lüge konsumieren anstatt der Wahrheit, weil sie Angst vor der Wahrheit haben. Und die Wahrheit kann aber befreien. Was bedeutet das? Es kann dich so weit die Wahrheit befreien, dass du dann nicht mehr so drunter mehr seelisch und psychisch mehr leiden musst. Wegen dieser ganzen Geschichte. Interessanterweise, gerade eben habe ich was hier entdeckt, ich bin ihm recht. Ich habe es sehr wahrscheinlich hier mit einem satanistischen Kind hier sehr wahrscheinlich zu tun. Leute, ich bin nicht auf den Kopf gefallen. Es ist wirklich sehr interessant. Familienkarte, du hast es wirklich mit den Schützengeborenen hier irgendwie halt parallel zu tun. Die Familie hat irgendwie dran gearbeitet gehabt. An irgendetwas. Das kann natürlich hier die Sache damit dem Magier sein. Ja. Kommst du aus für eine satanistische Familie sehr wahrscheinlich? Die Kombination spricht von satanistischer Familie. Man hat an irgendetwas gearbeitet gehabt, dass man dann am Ende dich verloren hatte. Und hier schaut euch mal das an. Der Papst Francesco liegt auf dem Kopf. Papst Francesco. Vatikan. Satanismus. Du musst eine Entscheidung für dich treffen, was nicht einfach ist. Weil du Angst hast, dass dir was passieren könnte. Weil jemand tatsächlich in die Offensive geht. Das kann sogar halt wortwörtlich Mord bedeuten. Weil satanistische hohe Priester töten sogar. Das ist die wahre Wahrheit. Ich weiß, wovon ich spreche. Hier, Magier. Tötet. Ist ein herrschender Person wie der Teufel selbst höchstpersönlich. Deswegen sagte ich dir, melde dich bitte bei mir. Ja, musst du nicht, wenn du nicht möchtest. Ich helfe dir peripher. Brauchst mir keine Daten von dir zu geben. Ein Foto reicht von dir mir persönlich aus. Und ich gucke halt mal, dass ich für dir Wunschrituale mache. Wenn du meinst, dass du es nicht alleine schaffen kannst, dann übernehme ich das für dich. Wir können auch zusammen das machen, wenn du möchtest. Anhand durch Facebook Messenger.
Das wird ein Kampf werden, das ist nicht einfach, weil mit aller einmaligen Gebetsritual, mit Fluchaufhebungs- oder Auflösung ist hier nicht getan. Das muss man öfters mal bei dir machen. Weil wir haben es hier mit einem hohen Meister zu tun. Das hier ist ein hoher Meister. Und scheinbar ein böses Pärchen. Das könnte auch deine Mutter sein. Mutter, Vater. Hält sich aber hier im Verborgenen. Ja, da ist der Verborgene. Der angebliche Vater. Ist doch scheiße. Verzeihung, dass ich das jetzt gerade gesagt habe. Diejenigen, die sich mit damit auskennen, wissen, worüber ich rede. Das ist ein No-Go. Und dann noch hier der Devil. Das ist Devil, der heißt Teufel. Schütze. Nicht Schütze. Steinbock. Ach. Also. Da ist auch Gehirnwäsche gemacht worden, Unapro. Mein Wissen, den ich besitze, würdest du vielleicht halt unter Frage stellen. Und dabei, das, was ich weiß, da kannst du in die Heilung gehen. Aber da wurde wirklich mit dem Wissen, den ich besitze, wurde viel Lug und Betrug getrieben, damit ja bloß die Menschen denken, dass das nicht heilen würde. Mit dem Motto, das sei alles satanistisch. Es ist aber nicht. Man hat Kartenlegungen, hat überhaupt mit Satanismus nichts zu tun. Überhaupt nicht. Das ist eine Fehlehre, das ist Propaganda. Man kann Sachen verschwören, ja. Karten kann man verschwören. Ich kann Parfum verschwören mit Magie, Chiribu Chiriba. Ich kann aber auch ein Buch verschwören. Ich kann auch ein Ei verschwören. Magische Energien hinein improvisieren, das Gesetz der Anziehung. Magie ist überall vorhanden. Ich kann sogar eine Jesusfigur halt verschwören. Ich kann eine Mappe verschwören, ein Foto. Oder wenn ich dir zum Beispiel halt Krankheiten wünsche, kann ich das verschwören. Das ist wirklich so. Ich kann alles. Ich kann im positiven Namen der Liebe oder im Namen des Teuflischen da, schwarze Magie, kann ich alles verschwören. Aber hier würde ich Heilung machen. Wenn du ein Opfer bist von Satanismus, dann geh, hol dir Hilfe, zieh weg. Versuch's aber anonym zu machen. Anonym wegzuziehen. Und die Leute, die mit dir zusammenleben, tust du bitte einen falschen Namen geben. Das musst du aber auch bitte absprechen mit einem Sozialpädagogen. Es gibt auch Frauenwohnhäuser, wo es verboten ist, dass man halt deine Identität preisgibt oder dass man halt berichtet, dass du hier lebst oder dort lebst oder keine Ahnung wo. Verstehst du? Und in der Wohngruppe, wo du dich befindest, einfach einen Pseudonamen erwähnen. Anstatt dass du halt zum Beispiel, was gibt es denn da hier für Namen? Dass du Jacqueline heißt, heißt du jetzt ab heute Ina. War nur ein Beispiel. Und jeder würde dich als Ina nennen oder dich als Ina sehen und nicht als Jacqueline. Weil die müssen nicht wissen, deine Vergangenheit. Und auch Punkt Nummer zwei, nichts über deine Vergangenheit berichten. Warum? Die Satanisten arbeiten so wie beim Geheimdienst. Sie suchen dich, weil die wollen ihren Opfer nicht verlieren, weil hier geht es auch um Opfergabe. Opfergabe für deren Gott, den Luzifer. Vielleicht stehst du in der Liste, dass man dich töten muss. Weißt du das? Also das ist eine sehr spezielle Legung. Das hier hat überhaupt nichts mehr mit den Steinbockgeboten mehr zu tun. Ich merke halt, hier ist irgendwie irgendjemand, der wirklich halt irgendwie in den Kreisen halt sich befindet und eigentlich richtig aussteigen möchte, hat Angst, aber weiß selber nicht hundertprozentig, wie er oder sie es tun soll. Vielleicht solltest du halt auf mich geraten, per Zufall. Aber ich kann dir eines sagen. Nimm meine Tipps an. Versuch anonym zu sein, wie du nur kannst. Schweige in der Öffentlichkeit. Schweige in der Öffentlichkeit, was da in der Vergangenheit war. Ich weiß, du brauchst viel Trost. Hier, viel Trost brauchst du. Und das wirst du auch bekommen. Entschuldigung, so, es wird draußen Schuh. Ja, das wirst du auch bekommen. Es gibt Menschen um dich herum, die dir wirklich helfen werden. Sozialpädagogen, Psychologen, Psychotherapeuten und alles wird sich im Grunde bei dir sich wenden. Und eines kann ich dir schwören. Diejenigen, die hier Satanisten sind, die wirklich Satanisten sind, die werden, wenn sie halt die ganze Zeit oben waren, nach unten kommen. Der Teufel hat bei mir schon lange verloren gehabt, weil ich habe viel verstehen gelernt gehabt. Wenn man sich mit Magie sich beschäftigt hat, kann auch gefährlich werden. Man kann sich auch verleiten lassen in negativen Machenschaften. Ausgenommen, du hast einen wachen Geist, der Magie niemals missbrauchen tut, um andere Menschen zu schädigen. Magie soll man immer nur anwenden für gute Dinge, für gute Zwecke, niemals für böse Zwecke.
Wenn man Machtmissbrauch betreibt, um den dämonischen Welten Opfergabe zu leisten, derjenige ist schon längst dafür abdeklariert, in die Hölle zu gehen. Hölle gibt es, die Unterwelt. Das sind Dämonen, extraterrestrale Wesen. Das ist so. Extraterrestrale Wesen. Es gibt gute Wesen, böse Wesen im Universum. Sag bloß nicht, das gibt es nicht. Ich sage, oh ja, die gibt es. Ich bin eine Paraphysikerin, habe schon einiges gesehen gehabt. Im metaphorischen Feldbereich. Wahnsinn. Nur die Menschen sind zu feige, wollen nicht die Wahrheit ins Auge sehen. Das ist eine spezielle Legung. Die Legung gefällt mir zwar nicht, aber hier ist Hilfeschrei. Hundertprozentig Hilfeschrei. Willst du aussteigen? Kannst du es versuchen, alleine zu machen? Wie gesagt, wenn du Hilfe benötigst, bin ich gerne für dich da. Ich verlange kein Geld dafür. Ich weiß, was hier los ist. Ich kann das gerade ganz gut nachempfinden. Hier ist auch sexueller Missbrauch auch damit drin. 100 pro. Kann aber auch passieren, dass du dich nicht bei mir melden wirst. Solche ähnliche Fälle hatte ich schon mal in der Vergangenheit gehabt. Und aber da hatte ich am Ende dann Angriffe von irgendwelchen Satanisten im Hintergrund gehabt. Brief. Ein angenehmer Brief durch eine hohe Priesterin. Das kann ja ich jetzt halt sein. Weil ich bin auch eine hohe Priesterin. Ich stehe dem Lichte nahe. Ich bin ein Erdengel. Ich bin kein Dämon. Ich bin ein Erdengel. Das will ich mal anders hier mal legen. Die Karten, die rausfliegen. Erzengel Michael ist an meiner Seite. Du bist beschützt, wenn du meine Worte folgst. Wenn nicht, wirst du zu den Opfergaben hingeschmissen. Wie der Teufel es so will. Folge mir, wie die Liebe es so verspricht. Amen. Okay. Ich spüre eine tolle Liebe von ihm. Er zeigt so viel Liebe. Auch und der Gabriel ist auch hier. Er verspricht Heilung. Liebes Erdenkind, wir lieben dich. Hab Acht um dich. Wir sind bei dir. Nur, wenn du es willst. Ja. Eine kleine Freudenträne von Gabriel. Okay. Echt eine sehr spezielle Legung. Erzengel Michael. Ja, ich krieg ihn schon rein. Erzengel Michael. Okay, also. Eine Reise. Ja, auf dem Teufel. Das ist der Machbart hier. Hier ist eine Hauptperson auf der Sechs der Schwerter. Jemand will eine Sache verlassen und jemand wird dir helfen. Das ist eine männliche Person. Leute, echt wirklich, ihr habt mit den Schützen geboren in eine Verbindung. Ich kriege hier außer stark die Schütze-Energie rein. Da wird mir Sozialpädagoge oder Sozialpädagogin helfen. Hier haben wir Umwerben. Und zwar kann es sein, dass hier eine Person, die in der Richtung Wassermann, Sternzeichen Wassermann, kann aber auch jemand sein, der halt in der Pflege arbeitet. Oder vielleicht zum Beispiel halt auch Kartenlegerin, Dankeschön. Krieg Kartenlegerin rein. Das kann auch wieder ich sein, ja. Dass du halt irgendwie eine Chance halt bekommst, dass du halt merkst, okay, da kann was sein, ich kann was durch sie lernen. Vielleicht würde ich mich mal mit ihr in Verbindung setzen. Vielleicht kann sie mir tatsächlich helfen und dann sehen wir weiter. Auf der Todeskarte, Acht des Todes, habe ich hier viel Glück bekommen. Das bedeutet, du wirst sehr viel Glück haben in der Transformation. Egal was du, nee, das ist das hier gemeint, das ist mit dem hier gemeint. All das, was du dir wünschst, aus deinem ganzen Herzen, wird sich transformieren. Glaub mir, was ich dir sage. Glaub mir, mein Erdenkind. Wir wollen nur das Beste für dich. Glaub uns und vergiss uns nicht. Ich bin telepathisch mit ihnen verbunden, mit den Erzengeln. Dann haben wir hier noch Veränderungen auf den Fünfter Stäbe. Du wirst kampfbereit sein, ja, um umzuziehen.
Vielleicht ist bei dir jetzt halt im Dezember auch das Thema Umzug. Vorsicht für diese falsche Person. Irgendjemand vertraust du, die eigentlich eine falsche Person ist. Aus deinen eigenen Reihen. Wenn du meinst, es ist eine gute Freundin von dir, ist, sei vorsichtig. Scheinbar nein. Schweige. Hundertprozentiger Break machen. Hundertprozentig. Touchdown? Noch nie halt erwähnt. Okay, Königin der Münzen. Königin der Münzen. Seine Gedanken drehen sich um diese eine Person. Man ist obsessiv, man guckt, man spioniert. Ich mache mir Gedanken um sie. Notizen. Melde dich bei mir, ich helfe dir. Da bist du draußen. Ich helfe dir. Aber das brauchst du wahrscheinlich halt. Musst. Nein, ich schweige. Wir haben ja die Königin der Gelschen, die Königin der Gelschen. Das ist jemand, der sehr liebevoll und herzlich ist. Eine Sozialpädagogin kann es sein. Aus einer Beratungsstelle vielleicht sogar. Hier haben wir halt auch noch dann ein Schiff. Wenn du Hilfe annimmst, man wird dir helfen. Ja, wir haben auch hier, wie gesagt, halt den Kelch. Ast der Kelche mit viel Liebe. Hier ist das glückliche Komitee bei dir. Wie gesagt, die Erzengel haben dir schon jetzt gerade ein Message gegeben. Hier ist eine Friedenstaube übrigens zu sehen. Man bietet dir das an. Ja, man will dir helfen. Ja, wir haben hier schon mit einem Opfer zu tun. Also, Erwartungen. Entweder du erwartest es von dir selbst schon. Und du wirst eine neue Gemeinschaft finden. Auf die Weltkarte. Ein eindeutiges Ja. Du wirst neue Freunde finden, neue Menschen um dich herum. Und ein guter Herr wird dir alles halt ermöglichen. Ja, wird dir ermöglichen. Das ist ja eine männliche Person, so wahrscheinlich Mentor kriege ich rein. Ein Mentor oder ein Sozialpädagoge. Mentor. Ganz stark Mentor. Warum auch immer. Ja, Krankenhaus. Da kommt im Krankenhaus auch das Thema. Neuanfang anhand durch das Krankenhaus. Ist auch zu raten. Ist auch zu raten, weil dann kannst du wesentlich leichter von zu Hause wegkommen. Und eines möchte ich noch sagen: Diejenigen, die wirklich diese ganzen Kauderwelsch mitmachen vom Gericht und wegen, ja, die ist nicht mehr zu rechnungsfähig, weil sie nämlich halt panische Ängste und Depressionen hat, ist hochschizophren, die kann dies und kann jenes. Habt ihr mal was von Paranormalien gehört? Grenzwissenschaft. Ach, lacht ihr drüber. Ich habe noch einen zweiten YouTube-Kanal, nennt sich Universicum Paraphysica, wie dieser Kanal hier. Und dann könnt ihr auch meine ganzen paranormalen Filmanalysen euch anschauen. Ich bin aktiv in der Paraphysik. Und da kann man tatsächlich Engeln sehen, Geister, Dämonen und wobei, das sind alles extraterrestrielle Wesen. Ach so, ja, ihr lacht ja drüber. Während ja Area 51 in Amerika, ne, der Basis dort halt so gerne halt mal so Begegnungen des dritten Artes halt immer wieder gemacht wird, ne. Ich gucke immer regelmäßig History Television auf englischer Sprache und die offenbaren alles Mögliche dort schon. Und 21 Nationen, ja auch Frankreich und Italien, waren auch schon halt in einer Art Kommission, wo die halt über die UFO-Sichtungen gesprochen haben. Das waren alles militante Personen, ja, von deren eigenen Militär, nationalen Militären. Und Deutschland war nicht dabei, interessanterweise, ne? Und die haben alle drüber gesprochen gehabt. Und dann gibt es auch ehemalige US-amerikanischen Soldaten, die auch drüber gesprochen haben, wegen UFO-Sichtungen und dem Ganzen. Das ist alles offenkundig. Nur die deutsche Politik versucht immer noch zu ignorieren und zu schweigen. Und die anderen, die wirklich halt wie die Marionetten alles hinterher schwätzen, wie die Papageien im System, die glauben, diesen Shitstorm, dass es nicht existieren würde. Glaubt ihr an Märchenfiguren, wenn ihr in die Kirche geht? Ja oder nein? Ich glaube ja. Ich glaube an das, was ich sehe und nicht an das, was ich ja nur höre. Hören schwätzen kann jeder, ja. Das, was ich sehe, daran glaube ich. Und ach ja, ich habe UFOs gesehen gehabt. Und ach ja, ich habe sogar auch Aliens schon gesehen gehabt. Und bin denen sogar schon begegnet. Ja, da muss man nicht schizophren sein. Ihr seht ja klar, einige haben schon gemerkt gehabt, dass ich bei Karten deuten kann. Auf Facebook hat man das ja schon gemacht gehabt. Dass man gesagt hatte, die kann ja wirklich die Realität erkennen. Die hat es wirklich mit der Faust aufs Auge. Die kann deuten. Und die hat wirklich meine Vergangenheit gedeutet. Meinen jetzigen Zustand. Ja. Ja, ich kann die Realität erkennen. Nur ist die Frage, ob ihr das könnt, die über mich lachen. Ja. Wollt ihr mal gerade mal sehen, ob es kann sein, dass jetzt einige mich entabonnieren würden. Aber wollt ihr mal die Wahrheit sehen oder wollt ihr immer noch Lügen konsumieren? Seid mal ehrlich. Soll ich euch mal jetzt halt mal diese ganzen extraterrestrale Wesen zeigen aus meiner paraphysikalischen Fotoanalysen oder Filmanalysen? Wollt ihr die sehen?
Dann kommt mir bitte nicht von wegen, die ist nicht normal. Ja? Wenn ihr wüsstet. Wenn ihr wüsstet. Ich muss lachen. Dann glaubt weiterhin an Märchenstunden, dass man Nikolaus feiert und Osterhase feiert. Wobei, das ist ein okkulter, traditioneller Fest, was mit Ostara zu tun hat und nichts mit Jesus Christus. Das hat nichts mit Jesus zu tun. Ostara-Fest. Der Ostern. Das ist ein altkeltischer Brauch, nennt sich Ostara. Daher kommt auch der Begriff Ostern. Ostern vom Osten. Eastern Star. Okay, Eastern Star. Auch da gibt es Fehllehre. Was ist die Wahrheit und was ist die Lüge? Ich möchte nicht zu sehr vertieft in diese Thematik gehen, weil sonst würde der Film hier zu lange dauern. Und ich würde halt nur noch Ärger ernten. Ist so. Was ist die Wahrheit und was ist die Lüge? Was steht unter Zensur und was steht nicht unter Zensur? Ich sage halt nur, Tempel in Abydos in Stadt Luxor, in Ägypten. Da könnt ihr mal anfangen. Bin mal gespannt, ob ihr das erkennen könnt. Was ist die Wahrheit und was ist die Lüge? Was findet ihr dort in Abydos, im alten Tempel der alten ägyptischen Pyramiden? Was findet ihr denn da? Brian Forster würde ich euch empfehlen, ein alter Historiker. Da werdet ihr sehen, ihr habt die ganze Zeit fehlerhafte und sogar bewusst erlogene Geschichte gelernt gehabt in der Schule. Nichts entspricht der Wahrheit, was ihr dort lernt. Ich weiß, was die Wahrheit ist, aber wenn ihr meint, immer noch in der Lüge zu schwingen, immer noch der Lüge zu folgen, dass man mit Hammer und Sichel, pam, 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 die Pyramiden gebaut hatte, kann ich euch nicht helfen. Kann ich euch nicht helfen. Damals hat es eine hochtechnologische Zeitära gegeben gehabt. Da findet ihr sogar einen Helikopter dort als Symbolzeichen in den Wänden von einem alten ägyptischen Tempel in Abydos, wo die Pharaonen einst noch gelebt hatten zu der Zeit. Dort findet ihr sogar einen alten, ich weiß nicht, ob das ein Flugzeug ist. Das sieht aber teils aus wie ein UFO, kann aber auch ein Flugzeug sein. Aber dann finden wir auch das, was wir heute bei uns im Militär haben. Diese Tank. Ich kriege mal diesen englischen Begriff Tank rein. Panzer. Ja? Maschinengewehr. Laserwaffen. Nur Batterien hat man sogar gefunden gehabt da und dort. Batterien! Dass man Strom erzeugen konnte. Da sind sogar halt auch irgendwelche Steinmetze hingegangen. Nicht diejenigen, die als Marionetten sich korrupterweise für irgendeine Szene sich bezahlt gelassen haben, dass sie mit Hammer und Sichel halt irgendwelche Ornamenten halt hier reinhämmern, sondern man hat wirklich halt Sägewerk benutzt gehabt, um diese Steine zu sägen. Oder Diamantenbohrer. Ja, also. Wenn ihr es mir nicht glaubt, guckt selber, seid Forscher, schaut euch mal diese entsprechenden Filmmaterialien aus dem alten ägyptischen Tempel aus Abydos an. Die sind mehrere tausende von Jahren alt. Ich glaube schon längst nicht mehr an das, was ich halt mal eins in der Schule gelernt habe. Die Geschichte müsste komplett neu umgeschrieben werden. Genauso wie halt auch das Thema mit den Religionen wegen der Bibel. Da gibt es Teillehre, die einfach erlogen ist, und dann gibt es halt Teillehre in der Bibel, der Wahrheit entspricht. Nur, ob sie heilig ist und wie sie heilig ist, ist wieder eine andere Sache. Ja, das hat schon was mit Armageddon zu tun. Und das hat was mit damit zu tun, dass die Menschheit eine Chance haben dürfen, um auch errettet werden zu können. Nämlich nicht die körperliche Errettung, sondern die geistige Errettung. Dass einige im Waking-Up-Verfahren auch dann merken, oh Gottes Name, ich muss aufwachen, ich muss an mir arbeiten, ich muss meine Seele retten, weil sonst kann ich noch untergehen. Es gibt Zwischenwelten. Wir sind in der Zwischenwelt. Ja, ja, der Planet Erde ist eine Art Gefängnis. Schaut euch um. Macht's gut, habt eine schöne Zeit. Ich muss das auch erstmal verarbeiten. Die Legung ist nicht einfach, aber es ist so, ja. Ich habe auch eine Vergangenheit, aber ich habe sie bereinigt. Es ist nur die Frage, kannst du deine Vergangenheit bereinigen? Bist du bereit für die Wahrheit oder willst du weiterhin die Lüge konsumieren? Das ist die große Frage. Also, habt eine schöne Zeit. Bis dann, eure Universikum Paraphysiker.